Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 17. Ja, in der letzten Folge konnten wir endlich wieder ein Tor erzielen und zwar das auch noch zu Hause gegen Hull City und haben alle vorgegebenen Ziele für diese Partie erreicht. Jetzt geht's weiter. Oh, nicht mit dem Training. Okay, was erwartet uns? Nicht schlecht, Trainer. Ist okay. Lass die Tür auf. Alles klar? Wow, hey, Guess. Wieso reagierst du nicht auf meine Nachrichten? Ja, hatte viel um die Ohren. Kennst das ja. Okay. Setz dich, Junge. Hunter, nun, du kannst sicher sein, dass wir dich sehr schätzen. Danke. Ich finde auch, es läuft gut. Ich komme richtig gut zurecht im Team. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. What? Okay. Ja, wir wollen natürlich um unsere Position kämpfen. Auf jeden Fall. Einfach ausleihen? Nein, ich will bleiben und um meinen Platz kämpfen. Das ist eine tolle Einstellung, aber ich will nicht, dass ein Spieler deines Kalibers auf der Tribüne versauert. Nun, du hast gut gespielt, aber der Einkauf des teuren neuen Stars wird deine Spielzeit beschneiden. Ich habe Angebote von 3 Championship-Clubs. Da kannst du spielen. Das ist eine tolle Möglichkeit für dich, Erfahrung zu sammeln. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Sie wollen uns verleihen? Ach du Scheiße. Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Eieieiei. Okay. Okay, also wir müssen... ich finde gerade keine Worte, das zu beschreiben. Okay. Also wir müssen jetzt einen von den drei Vereinen wie Aston Villa, Newcastle oder Norwich und müssen uns in der zweiten englischen Liga im Championship beweisen. Natürlich ist das eine gute Gelegenheit, Spielzeit zu bekommen. Durch Harry Kane haben wir natürlich sehr wenig Spielzeit, aber das ist hart. Das ist hart. Das ist richtig hart. Okay, ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal die goldene Mitte und wählen hier Newcastle United aus. Ja. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir können natürlich Erfahrung sammeln, klar. Aber ich hätte auch gern um die Position weitergekämpft, weil wir uns im Training so gut geschlagen haben und gerade eben im letzten Spiel das Tor gemacht haben. Zwar nur zum 4:1, nicht ein wichtiges Tor, weil die Partie eh entschieden war. So gesehen, aber ja, wir können nichts dagegen machen. Der Vorstand, zumindest der Trainer, hat entschieden. Und dann gehen wir mal nach Newcastle. Auf geht's. Hör zu, wir alle denken, dass du großes Potenzial hast, aber du musst spielen, Woche für Woche. Diese Leihe könnte dein Durchbruch sein. Die Geschäftsstelle organisiert Transport und Unterkunft. Mr. Agostino erwartet dich nächste Woche am Trainingsgelände. Alex? Zeig, was wirklich in dir steckt. Okay, das arme Handy kann doch nichts dafür, Mann. Ja, Freunde. Da geht's mal von die Premier League in die zweite Liga. Eieiei. Okay, wir nehmen diese Chance natürlich wahr und werden nun noch mehr an uns arbeiten und an unsere Leistung. Dachte, du hast vielleicht Hunger. Danke. Die
Die alten Koffer tun's immer noch ganz gut. Hm? Bin damit eingezogen. Hm? Da war ich 3? Nein, 4. Ja. Dad hat mir kein Spielzimmer gebaut. Naja. Das Leben gibt dir nicht immer, was du willst, oder? Sie schmeißt mich raus, Großvater. Ach nein, sie leihen dich nur aus. David Beckham ging damals nach Preston. War sein Durchbruch. Komm schon. Halt durch, Junge. Newcastle United Trainingsgelände. Deine Mom immer noch in der Schrottmühle rum? Oh nein. Das ist nicht sein Ernst. Oh Mann. Danny Williams, du hast dich kaum verändert. Oh, komm schon, komm schon. Ich mach nur Witze, genau wie früher. Hey, willkommen im Fußballhimmel. Hey, ich weiß, das hier ist nicht die Premier League, aber trotzdem Profifußball, oder? Echt jetzt, Mann. Hier sind gute Spieler. Taffe Spieler. Tolle Clubs. Mein Spiel ist besser geworden, seit ich herkam. Das ist Fakt. Was machst du eigentlich hier? Ich suche Mr. Agostino. Was, Dino? Hey, Dino! Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen, willkommen. Mr. Agostino. Dino, Dino, bitte. Mr. Williams hat sich um dich gekümmert? Ja, wir sind alte Freunde, er und ich. Ja, denn ihr erwähnte, dass ihr auf der Akademie wart. Die Chemie auf dem Platz ist das absolut Wichtigste, es ist das Allerwichtigste. Ich bin froh, dass ihr Freunde seid, das wird dem Rest der Mannschaft helfen. Sowas steckt an. Klar. Ja. Alex, wir haben ein Problem. Wir bewegen uns im Angriffsdrittel nicht so gut. Ganz besonders vor dem Tor. Mr. Williams macht gute Pässe, aber unser Abschluss ist schwach. Ich denke, wenn ihr zwei vorne zusammensteht, könnt ihr den Gegner vor viele Probleme stellen, oder? Auf jeden Fall. Was nehmen wir? 100% bereit? Oder die Liga zu erobern? Wir nehmen 110%. Ich gebe 100%. 110%. Oh, warum nicht 146%? Okay, hört zu. Wir haben einen harten Ligapokal gegen eine Runde 3 und müssen wieder aus dem Tabellenkeller raus. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Du hast das alles in der Hand, Alex. Es gibt 1000 Chancen, die du ergreifen kannst. Frag Mr. Williams. Nach einem schwachen Spiel folgt ein umso härteres Training, um seinen Platz zurückzuerobern. Kapisch? Gut, na schön. Na, dann ist doch alles soweit in bester Ordnung. Okay, ich muss los. Alex, wir haben dir eine Unterkunft besorgt. Sie ist klein, aber gemütlich. Ich gehe jetzt. Ich habe einen Termin mit dem Boss, okay? Ich freue mich schon auf morgen aufs Training. Was ist er denn? Na komm, ich zeig dir alles. Ja, Freunde, da sind wir in Newcastle gelandet. Und bei Mr. Agostino. Wir können nichts machen. Und ja, spielen jetzt mit Danny Williams, den wir vorher in der Akademie nicht so wirklich leiden konnten. Aber er scheint ja doch eigentlich ein ganz cooler Typ zu sein. So aus den ersten Momenten heraus. Und sollen jetzt mit ihm zusammen ein Sturmduo bilden. Kurz die Social-Media-Einträge. Liverpool bereut es sicherlich abgegeben zu haben. Mr. Alexander, du bist in Topform, so ein Spiel leiht man doch nicht aus. Was war es wirklich klug,
Alex Hunter Newcastle auszuleihen nach seinen klasse Leistungen, haben die Fans so ihre Zweifel. Mr. Alex, wenn die Premier League Form auch in der Championship zeigt, dann stehen dir alle Türen offen. Danke Liverpool, dass ihr einen eurer formstärksten Leute Mr. Alex Hunter hier ausgeliehen habt. Blöd für euch, gut für uns. Wir dürfen bekannt geben, dass sich der Top-Nachwuchsspieler von Liverpool, Mr. Alex, ab sofort auf Leiber-System-Team anschließen wird. Klar, dass Leute wie Alex Hunter nicht die Premier League Durchbruch schaffen, wenn man ihre Form ignoriert und sie in die Championship abschiebt. Alex Hunter, tolle Form, wirft die Frage auf, warum eigentlich bei Newcastle spielt, egal wen sein Stammverein gerade verpflichtet hat. Wir sind überzeugt, dass Mr. Alex Hunter seine Entwicklung bei diesem Team optimal fortsetzen kann und bei seiner Rückkehr noch besser sein wird. Ja, durchweg positiv eigentlich, dass wir in die Premier League gehören, weil wir eine gute Form haben. Wir gucken mal kurz auf die Tabelle, wo wir überhaupt stehen. Oh, hätten wir Norwich gewählt, wären wir sogar auf Platz 1 direkt gewesen, was natürlich sehr komfortabel gewesen wäre. Aber mit Newcastle stehen wir auch ganz gut da. Vierte Position, 4 Punkte hinter Norwich. Und ich denke mal, da können wir noch einiges reißen. Doch jetzt geht's, glaube ich, erstmal ja ins Training. Heutiger Schwerpunkt Standards. Das nehmen wir erstmal an und können uns hier im Training zeigen bei Mr. Agostino, der kleine Italiener. Buongiorno. Hoffentlich seid ihr alle ausgeruht und bereit fürs heutige Training. Auf jeden Fall. Prego. Ja. Heute arbeiten wir an unseren Standards. Darf ich jetzt auch? Agostino? Mario? Bestimmt ein Vornamen? Mario Agostino? Bestimmt? Darf ich jetzt auch reden? Danke. Ja, wir sollen hier erstmal 11 Meter trainieren. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt hier 11 Meter schießen dürfen. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Wie überhaupt? Nach Versuchen, okay. Ja, okay. Zack, das müsste... Okay, das war knapp. Sehr schön, gleich nochmal. Oh, der ist ein bisschen hoch vielleicht. Nee, das passt. Sehr gut. Jetzt die Flasche hier treffen. Den Ball ankullern, sehr gut. Können wir schon mal... Vielleicht jetzt mal... Oh, der ist zu flach. Nein, das passt. Schön. Erst nochmal gegen den Torwart. Vielleicht mal ein bisschen anderen Anlauf wählen. Und hier oben in den Winkel. Nicht ganz, aber wir haben auf jeden Fall ein A geschafft. Sehr, sehr schön. Erstes A, das sollte uns schon mal weit nach vorne befördern. Fortgeschrittene Elfmeter können wir auch gleich mitnehmen. Was erwartet uns da? Okay, mit Barriere. Okay. Zack. Einmal. Zack. Zweimal. Zack. Dreimal. Zack. Viermal. Und zack. Fünfmal. Und da haben wir schon unser A und können hier einfach nur noch unsere Leistung verbessern und das Elfmeterschießen ein wenig trainieren. Zack. Den hätte der Torwart niemals gehalten. Oh, der ist ein bisschen hoch. Da wollte ich gar nicht hin. Schön in die Ecke. Herrlich. Zack. Nehmen die Flasche hier mit. Nehmen die Flasche auch hier mit. Nein. Aber da haben wir wieder zweimal exzellent. Und können uns hier im Training empfehlen. Und natürlich unsere Form verbessern. Schön. Oh, und wir kratzen hier sogar an der Startelf. Mega großen Balken. Und wir sind sogar an der Startelf. Das ist ja klasse. Das freut uns doch. Dann wollen wir gleich mal ins nächste Spiel springen. Vielleicht kommen noch ein paar Social Media Einträge. Gucken, dass wir die nochmal kurz vorher abgrasen. Follower immer noch 77.000. Haben sogar einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Das sparen wir doch mal auf die
zweite Luft, würde ich behaupten. Das würde uns dann helfen. Nur noch ein Kommentar. Mr. Alexander in der Mannschaft. Echt jetzt? Meint ihr das ernst? Der hat doch noch Windeln an. Okay, Patrick Harrington ist also nicht auf unserer Seite. Alex Hunter ist bereit für das Heimspiel gegen Norwich. Oh, sogar gegen den Tabellenführer dürfen wir direkt ran. Das nächste Spiel steht an. Zu Hause will ich Leistung sehen. Okay, also dürfen wir direkt ran gegen Norwich. Gegen Norwich zu gewinnen wäre natürlich super klasse. Dann können wir den Abstand schon mal verkürzen. Und wir fangen wieder als Auswechselspieler an. Warum das denn? Wir sind doch hier an der Startelf dran. Okay. Komisch. Das ist ja mal wieder nicht so gut gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Oh Mann. Heute beginnt für uns etwas Neues in dieser Liga. Denkt an eure Aufgabe. Jeder von euch ist Teil eines Systems. Fällt einer von euch aus, dann bricht das System zusammen, ne? Alex, du beginnst heute auf der Bank. Schau genau hin, lerne unseren Spielstil und sei bereit für die zweite Hälfte. Holen wir uns die drei Punkte, was, Jungs? Jawohl, holen wir uns die drei Punkte. Auf geht's. Los jetzt! Also immer konzentriert bleiben, diszipliniert spielen und hübsch eure Aufgaben erfüllen. Mehr ist es nicht. Okay, wir fangen heute wieder als Auswechselspiel an, können aber auf die zweite Halbzeit bauen. Denn Dino hat gemeint, dass wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall eingewechselt werden. Und dann wollen wir mal loslegen gegen den Tabellenführer. 25 Minuten noch auf der Uhr und jetzt wird Hunter kommen. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie wollen natürlich mehr. Bislang unentschieden. Aber vielleicht bringt die Einwechslung von Hunter ja doch noch was. Okay, 6,0 sollen wir schaffen. Eine Torvorlage und das Ding nach Hause bringen. Dann wollen wir uns hier mal gleich empfehlen. Und unserem neuen Trainer zeigen, was wir drauf haben. 0-0 steht es noch, 25 Minuten. Wir dürfen direkt als Stürmer anfangen. Wird's jetzt gefährlich? Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Boah. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Da rennt er ihn direkt um. Oh, gefährlicher Ball auf außen. Flankt jetzt bestimmt in die... Oh. Da trennt er ihn fair vom Ball. Junge. Sie holen sich den Ball. Ihn aber richtig fair vom Ball. Diame. Steckt durch das Ding, jawohl. Komm mit. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, schade. Super Aktion, gut geklärt. Hätte er in die Mitte laufen sollen. Die Gäste werden wechseln. Okay, er lässt den Ball durch. Und die Möglichkeit. Oh, ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Jetzt aber schnell zurück. Freunde, aufpassen. Ja, genau, das habe ich geahnt. Das könnte gefährlich werden. Jetzt kommen sie, schöner Pass. Sie lassen. Geht er rein. Und oh. Das war eine gute Chance. Und das wäre das dann knapp. Die Führung gewesen. Schade. Aber wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Er ging weiter vorbei als gedacht. Okay, zwei Auswechslungen. Boah, da können wir den Ball nicht holen. Verlieren hier das Kopfballduell. Das könnte die Chance werden. Und da wird der Ball wieder zurückerobert. Und er gewinnt den Zweikampf. Schön. Ja, nicht sehr ästhetisch, aber immerhin. Jetzt ist er vorbei. Jetzt Steck aber, jetzt aber. Jetzt Schuss und da ist das Ding. Da ist das Ding drinne. Jawohl. Erster Einsatz hier und gleich das Tor. So macht man das, Freunde. So empfiehlt man sich für die Startelf. Das war ein klasse Treffer. Da deutet Alex Hunter wieder einmal an, wie wichtig er für sie sein kann. Das ist super gemacht.
Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, Freunde, 1-0 würde ich behaupten. Wird das Spiel jetzt 70. Minute. Offensiver. 20 das Minuten haben wir noch. Gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wir sehen hier die Außen aufpassen, Jungs. Und alles ausgeglichen. Den Eindruck hatte man vom Spiel. Sehr gut. Leider zur Ecke, aber gut. Eckball. So muss das aussehen. Ein Schuss, ein Tor, 100% Verwertung. Jetzt Standard für Norwich, Ecke. Schöne Flanke. Oh, die Flanke. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Schön. Damit. Nein, das gut war die falsche Adresse, mein Freund. Ganz ich sehe rüber, Bewegung ganz rüber, rüber es oben. Gibt gleich den Wechsel. Oh, spiel, doch. Spiel doch den oben an. Meine Güte. Schön. Jetzt ist die Kugel weg. Ja. Alexander jetzt. Und jetzt mal aus der Entfernung. Oh. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schade, schade. Eckball. Da habe ich den zweiten Spieler nicht gesehen, aber wir hatten auch keine Zeit gehabt, den richtig zu kontrollieren. Denn er... Spieler war nah bei uns und hätte uns vielleicht den Ball abgenommen. So, holen wir noch eine Ecke raus. Jetzt hier die Ecke. Ah, schade, die ist zu weit, zu nah am Torwart. Da können wir nichts machen. Jetzt aufpassen, nicht in den Konter rennen. Jerome. Gut, da stehen noch ein paar Leute. Sehr gut. Das hätte aufgepasst. Eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Damit. Gut, schade. Sissoko. Ja, schön wieder Ball durchgesteckt. Ach, laufen, da kommen wir leider nicht durch. Gegner, das zu unterbinden. Schade, schade. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ja, wir holen hier natürlich einen Einwurf raus. Callback. Anita. Damit. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier. Ach, schade, ja, ich wusste nicht, wohin mit dem Ball. Wir waren umzingelt. Jetzt können sie einwerfen. Wir hätten nur den Ball wird verlieren eine können. Chance raus. Ja, jetzt Einwurf, vorher noch jetzt die Auswechslung. Jetzt verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. 15 Minuten haben wir noch. Alles gut. Sieht gut aus, wie wir hier stehen, wie wir uns präsentieren, auch in der Verteidigung. Das Einwurf von uns. Sissoko. Oh, was macht er denn da? Was macht er denn da? Kann er nicht den einfachsten Ball annehmen? Meine Güte. Lauf nicht so weit weg, Alex. Wir wollen hier gleich den Ball wieder abfangen, gleich wieder Druck aufbauen. Komm, Randa, lauf hier hin. Nicht, dass er hier den Pass kurz spielen kann. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dass wir direkt den Ball wieder erobern. Jawohl. So muss das sein. Alex Hunter. Sehr gut. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Jawohl, und oh, da drängt er uns noch ab, dieser dreckige. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ha, jetzt gibt's das hätte man auch, weit weg vom wenn wir Tor gefallen wären, als faul sehen können. Da hat er seinen Ellbogen ein bisschen breit gemacht. Na gut, wir haben den Einwurf hier, einen aussichtsreicher Position.
Okay, er wirft den Ball zurück. Jamie Sterry. TOT. Sie suchen die Lücke. Schön. Jetzt die Vorlage. Nein, doch nicht, aber guter Pass. Ja, oh. Nicht genau genug gezielt. Schade, schade. Ich dachte, jetzt kriegen wir unsere Vorlage. Schade, schade, schade. Wir machen hier gleich wieder Druck. Indem wir sagen, nee, du spielst den Ball nicht kurz. Ja, Spiel. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt die Vorlage, aber schöner Pass. Und Schuss und da ist die Vorlage. Da geht der flach rein ins Tor. Sehr jawohl. Klasse, dieses Zusammenspiel. Das Tor ist dann ja, die guckt euch das an. Direkt in die Lücke über zwei Leute drüber. Mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt. Ne? Und er schiebt das Ding auch mal das Tor. Unten ins Eck. Herrlich. Diame mit dem 2-0. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. 10 Minuten sind und noch wir zu haben absolvieren. Unsere Vorlage. Jetzt haben wir hier den Ball erobert. Jetzt Alexander. Müssen hier den Pass suchen. Diame. Und da ist das nächste Ding. Da ist das nächste Ding. Gut platziert in den Winkel. So macht man das, Freunde. Schön die ganze Abwehr stehen lassen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Diame knallt das Ding aber auch diesmal rein. Oben in den Winkel. Das sieht doch sehr gut aus, Freunde. Sie können sich hier weiter absetzen. 60 Sekunden hat es gedauert bis zum 3-0. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Mittlerweile eine Wertung von 9,6, ein Tor, zwei Vorlagen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Für Mr. Alexander, jawohl. Fairer Einsatz hier. Geht's gleich weiter. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Spielen hier nochmal den Ball zurück. Er geht vorbei. Spielt jetzt auf uns. Wir schießen. Oh. Keine schlechte Schade, schade, schade. Da war vielleicht sogar mehr drin. Knapp vorbei. Kann ja nicht jeder reingehen. Aber wir präsentieren uns hier in Topform, Leute. In Topform. Damit Mr. Agostino sehr zufrieden mit uns sein. Ja, wir können hier den Ball gleich wieder erobern. Schiri, das war Hand, aber egal. Whittaker. Boah, das war. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Auf jeden Fall faul. Eindeutig mit Handspiel, sagte. Und die Fans schreien schon unseren Namen, weil sie beeindruckt sind von unserer Form hier in St. James Park. Gucken, was wir hier. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Den Ball gleich wieder, den ballführenden Spieler unter Druck setzen, holen uns hier auch den Ball. Gehen jetzt hier über außen. Geht da einer in die Mitte? Wir flanken einfach. Kopfball. Und jetzt. Jawohl. Da ist das Ding. Nein. Abseits. Gut gesehen vom Assistenten. Abseits. Oh, wir schauen nochmal genau hin. Stimmt die Abseitsentscheidung, Boucher? Naja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie da die Regel ist. Aber wir haben außerhalb des Spielfelds. Ich weiß. Ja. Ich kenne mich da in der Regel, wenn sowas passiert, nicht so aus, aber ich denke, die Entscheidung war schon richtig. Mulum. Dass wir da nicht eingreifen dürfen. Wir setzen hier die Abwehr weiter unter Druck. Holen uns hier noch nicht den Ball. Aber jetzt haben wir den Ball wieder erobert. Callback. Machen uns hier auf den Weg. Damit. Schön. Das könnte gefährlich werden. Er versucht. Oh, Weitschuss. Nee, der Junge. Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Aber auch das Abseitstor. Aus dem Winkel muss man erstmal ein Tor machen. Aber wir präsentieren uns hier
Fantastisch, Freunde. Das ist doch ein guter Einstand ins neue Team. Und wir können hier den Tabellenführer fast schon deklassieren. Das Spiel ist gleich vorbei, aber der Freistoß wird natürlich noch Handspiel ausgeführt. Da frage ich mich, wieso er nicht den Vorteil laufen lassen hat. Hier noch mal einen Freistoß. Hätte man ruhig auch auf Vorteil entscheiden lassen. Entscheiden können. Und jetzt haben wir mit dem Ball. Hier Spiel. Die Armee. Schönes Ding. Ah, da wollte ich. Wollte ich durchschlüpfen. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Ja, und wir sind hier, wie ihr gehört habt, Man of the Match. So kommt man doch gerne in ein neues Team. Ah, war das Abseits? Nee, war kein Abseits. Ja, da hätten wir ihn helfen müssen. Können wir ihn nicht so alleine lassen. Aber jetzt der Konter hier von Norwich, vielleicht nochmal ein Ehrentreffer. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nee, Ball abgefangen. Sehr gut aufgepasst. Jetzt hier. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Hunter. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt vielleicht nochmal eine Flanke in die Mitte. Nee, da muss sie mir mit helfen. Ja, da ist keiner. Da hätte man ihm vielleicht helfen müssen, aber da ist das Spiel vorbei und wir sind hier als Sieger vom Platz gegangen. Einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück, aber nix, immer weiter ab nach vorne. Klasse. Ja, wir haben natürlich alle drei Ziele diesmal locker erreicht. Was für ein Einstand, Freunde. Was für ein Einstand. Jetzt ist er vorbei. Schlecht. Hier sehen wir nochmal unser erstes Tor für Newcastle United. Ja, das gibt natürlich durchweg positives Feedback vom Trainer. Schön, wie du den Mitspieler im freien Raum gesehen hast. Voller Übersicht, anspielst, tolle Übersicht bei dieser Vorlage, du zeigst enorm Übersicht und findest deine Kollegen immer wieder mit technisch. Was war das? Hochklassigen Direktpässen, schöne Zweikampfarbeit, so will ich das sehen. Und so kann man doch einen Einstand feiern. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Alex, Spiel 1 in der Championship liegt hinter Ihnen. Wie ist es gelaufen? Das brauchst du ja nicht fragen. Ich gewöhne mich so langsam dran. Es ist etwas anders. Was nehmen wir? Ich würde sagen, es ist etwas anderes. War gut, anders. Das Spiel ist etwas langsamer, vielleicht auch weniger technisch. Aber wirklich sehr hart, echt körperbetont. Alex, gerade mal 17 Jahre und schon erfolgreich mit Tor Nummer 1 heute in der Championship. Ja, ich sag mal so, das ist. Huch. Da geht der Controller flöten. Ich würde mal sagen, das ist nur der Anfang. Das erste von vielen in meiner Karriere. Ja, gut, da kommen auf jeden Fall noch sehr viele hinterher. Ihr wirklich schöner Pass hat zu dem Tor geführt. Ein paar Worte zu diesem Pass? Oh, der Abschluss war das Entscheidende. Von mir kam nur das Zuspiel. Schon toll, an so einem Spielzug beteiligt zu sein. Das war's, Alex. Sehr gern. Ja, da haben wir nochmal ein kleines Interview gehabt, währenddessen mir der Controller kurz ausgegangen ist, aber kein Problem. Wir haben hier immer Ersatz liegen. Startelf kriegen wir nicht. Torschützenbonus 250, ein Tor nur gemacht. Und können hier sogar auf 5,9 Millionen und da haben wir es auf jeden Fall in die Startelf geschafft. Der Balken ist komplett gefüllt, meine Freunde. Der Balken ist komplett voll. Ja, unsere Werte steigen hier natürlich weiterhin. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch. Nee. Okay, wir sind bei der Hälfte, 66 gesamt. Ein Attributpunkt fehlt uns noch, damit wir die Fähigkeit zweite Luft kriegen. Und wir machen hier erstmal weiter.
Ja, dann gucken wir uns noch die Social-Media-Einträge an. Mr. Alexander, Glückwunsch. Jetzt geht's für dich in der Championship erst so richtig los. Ja, das ist richtig. Wenn Mr. Alexander noch ein paar Spiele so aufrufen, dann wird er für Furore sorgen. Mr. Alexander ist am Ball, der reinste Augenschmaus. 3-0 Sieg. Nächstes Mal wäre ich von Liverpool fast schon mit einem Remis zufrieden. Ich glaube, wir sollten Mr. Alexander zurückholen. Ach, jetzt auf einmal? Sehr schön. Im EFL Cup können oft die jungen Spieler auftrumpfen. Also sollten wir mal ein Auge auf Regis Walker und Mr. Alexander werfen. Mein Tipp, Mr. Alexander, schieß uns mit einem Traumtor in die nächste Runde. Du willst doch nicht, dass ich Unrecht habe, oder? Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Heute geht die lange Reise zum Pokalsieg weiter. Was kann Mr. Alexander uns zeigen? Ich hoffe, eine Menge. Haben wir hier noch... Newcastle-Fans haben heute allen Grund zum Strahlen. Ja, Paul Cheng schreit es raus. Sieg. Jeff Walker, enttäuschendes Ergebnis. Einige Spieler hätten heute mehr bringen müssen. Auswärtsniederlagen gehören zum Fußballleben dazu. So der Trainer nach dem glücklosen Auftritt auf fremdem Terrain. Also hat Liverpool wohl das nächste Spiel verloren. Nachdem wir wechseln, Newcastle muss an seiner Form arbeiten, um sich einen Sieg im EFL Cup zu holen und damit die Moral der Mannschaft aufzumöbeln. Ich glaube, Newcastle könnte dieses Jahr den EFL Cup gewinnen. Wackelige Form in der Liga, dann lassen wir es doch mal im Pokal krachen. Auf jeden Fall. Gegen die Queen's Park Rangers geht's also als nächstes. Alice Hunter will sich auswärts gegen QPR beweisen. Heute brauchen wir auswärts eine Portion Glück gegen QPR. Mein erstes Mal im Gästeblock. Heute steht das Auswärtsspiel gegen QPR an. Ich habe nur Augen für Alexander. Ja, durchweg positiv. Unser nächstes Spiel ist direkt, ich glaube, ohne Training. Müsste englische Woche sein. Ja, da ist es auch direkt 4. Oktober. Wir haben den 4. Oktober. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön und Wiederschauen. Reingehauen. Ciao.